Herzlich willkommen auf dem Kanal von Toni Lennartz. Ich sitze hier, seine Tochter Luise, mit meinem Vater Toni Lennartz und wir versuchen euch heute mal ein paar Tipps zu geben, vor allem für Einsteiger, für ein authentisches Bushcraft Camp. Ich versuche die Tipps aus ihm rauszulocken und ich hoffe, das funktioniert auch. Toni, so der erste große Tipp, den du hättest für einen, der einsteigt in die Materie Bushcraft Camp. Ja, wenn wir schon beim Camp sind, was mir häufig auffällt, wenn ich mich so durch die Social-Media-Kanäle zippe, dann sehe ich immer wieder, dass die Leute sich da bemühen, irgendwelche Tarps zu spannen oder mit natürlichen Materialien ein Schutzdach zu bauen. Und da sind immer wieder einige, die versuchen dann, Pfosten in die Erde zu treiben, zu rammen, zu schlagen, etc. Mhm. Manchmal so armdicke Pfähle. Und was mich daran stört, das ist nicht nur die Instabilität, ne? Wenn da ein Tarp zwischengespannt wird, weil keine Bäume da sind, meinetwegen, da drückt der Wind nachts drauf, dann kann das Ganze trotzdem zusammenbrechen. Denn meistens hören die Leute auf mit dem Hineintreiben, wenn der Pfosten gerade so mal in sich hält. Es fehlt halt die Erfahrung. Ja, aber was der große Störfaktor, ist die Geräuschentwicklung, die damit verbunden ist. Ne? Mhm. Ich meine, hier bei uns in Mitteleuropa ist jeglicher Wald als Naherholungsgebiet anzusehen. Zudem hält sich da auch noch Wild auf. Das ist halt meistens dann Schalenwild, Fluchtwild also, ne? Was vom Flüchten überlebt und durch das Flüchten. Und die ziehen sich dann zurück. Ne? Mhm. Die sind dann vergrämt, wenn sie dauernd dann dieses Spektakel hören von dieser ungewohnten Klopferei. Und meistens sind die Tiere dann gestresst, ziehen sich zurück in irgendwelche Dickungen und verbeißen junge Bäumchen. Also die erzeugen auch noch Schäden. Mhm. Und die sind dann über Tage dann nicht mehr präsent an ihren ursprünglichen Einständen. Und also das stört mich gewaltig. Ne? Und ja, diese Mühe sollte man sich grundsätzlich sparen. Was würdest du dann, also was machst du dann? Wenn ich keine Bäume zur Verfügung habe, um dazwischen das Tarp zu spannen, bleiben wir jetzt mal beim Tarp oder beim Überdach zu bauen, dann behelfe ich mich mit drei Bäumen. Dann errichte ich zwei, drei Bäume, in deren Krone man einen Stamm einlegen kann. Einen ausgetrockneten, abgestorbenen Fichtenstamm, eine Stange oder irgendwie was. Ne? Und man hat diese drei Standbeine des Dreibaums und der steht an für sich relativ solide da. Man kann auch die Höhe bestimmen, indem man die Beine zusammendrückt, dann wird er höher oder man zieht sie auseinander, wird das Ganze niedriger. Und diese drei Stöcke, die findet man ja überall. Mhm. Nur auch dabei sind einige Feinheiten zu beachten, die einem das Leben wahnsinnig erleichtern. Ne? Okay, was denn? Ich sehe immer wieder, dass da auch alte Hasen manchmal, denen ich das gar nicht so zutraue, drei glatte Stöcke nehmen und binden die oben mit Rebschnur, mit Paracord oder mit ihren eigenen Schnürsenkel oder die vom Kumpel zusammen. Und wenn das Ganze abgebaut wird, das Camp, dann regnet es oder man hat steht unter Zeitdruck, man hat keine Zeit mehr. Dann wird das alles zerschnitten und die Schnurstücke, die fliegen durch die Gegend. Manche nehmen sie auch mit, okay, wunderbar, aber das ist verlustiges Material. Und wenn man draußen wirklich Wochen und Monate in der Wildnis unterwegs ist, da kann man sich das nicht leisten. Da ist jeder halbe Meter Schnur, der hat einen hohen Stellenwert. Ne? Mhm. Zudem, wenn die einmal verbunden sind, diese drei Stöcke mit einer Schnur verbunden sind, dann ist es schwierig, die noch weiter zu manipulieren, ne? Also die Beine auseinanderzuziehen und so weiter. Das führt dann da oben zu Spannung und das endet nie gut. Mhm. Ne? Also ich suche jedes Mal, wenn ich einen Dreibaum baue, dann suche ich mir drei Stöcke zwischen 1,50 und 2 Meter Höhe, je nachdem, welche am oberen Ende einen günstigen Seitenast haben oder halt die oben mit einer Forke enden. Mhm. Davon nehme ich dann drei Stück und verklinke die Forken miteinander. Mhm. Das ist absolut stabil. Ich bin flexibel, ne, mit der Höhengestaltung. Mhm. Und
diese Stöcke, wenn ich darauf aus bin, diesen Campplatz mehrfach auszunutzen, dann stelle ich die nach dem Abbau irgendwo hin, an einen Baum oder an einen Strauch, ne, damit das Regenwasser runterläuft und die von der Bodenfeuchtigkeit weg sind, so halten die sich dann auch eventuell über Jahre. Was auch noch zu beachten wäre bei der Auswahl dieser Stöcke, dass man jegliches Seitenästchen etwa eine Handbreit lang abkappt, aber am Stämmchen lässt. Ja. Denn es ist so bequem, wenn man abends am Feuer sitzt und da steht der Dreibaum und man kann Tassen und Becher und sowas dann über diese Ästchen stülpen. Ne? Man hängt die Mütze darauf, ne? Oder den Löffel daran. Alles Dinge, die an für sich ansonsten eventuell von meines Kumpels Hund abgeleckt werden, möchte ich nicht. Oder man geht abends durchs Camp und tritt unbeabsichtigt dann die teure, aber graphitfarbene Titantasse in den Dreck. Die sieht man ja nicht und dann ist die Tasse unbrauchbar, ne, weil sie platt ist. So, also dazu bitte die Ästchen stehen lassen. Und ich habe das damals bei den Gries so gelernt, da liegt nichts auf dem Boden herum in einem Buschcamp. Es wird alles gehängt. Ne? Aber jetzt nicht mit Fädchen festgebunden oder so, sondern einfach über solche Gelegenheiten. Ne? Die nutzt man aus. Und gerade wenn dann Stresssituationen auftreten, sagen wir mal, man muss nachts irgendwie das Camp verlegen, man muss weg oder es tritt plötzlich ein Unwetter ein. Oder das ist dann einfach so einfach zu handeln, so weniger Stress, ne, verursachend, als wenn das ganze Zeug da irgendwo in der Pampa rumliegt oder um mich herum liegt. Ne? Also das zum Dreibaum. Außerdem, du hast mir als Kind mal gesagt, das hast du mir beigebracht, dass alles muss wenigstens zwei Funktionen haben. Ah ja, okay. Ja. Sonst nimmst du es nicht mit. Ja, ja. Also ich habe jetzt den Dreibaum als Baugerüst beschrieben. Ja, ne? Genau. Und das von oben zu belasten. Man kann ihn auch von unten belasten, indem man jetzt einen Kessel dranhängt. Ne? Also ein Stück Stur und einen Holzhaken da dran geknotet. Oder man nimmt eine Fichtenwurzel aus dem Boden, lässt einen Seitenast stehen, dann hat man den Haken und oben bildet man eine Schlaufe. Die Wurzel kann man ja verknoten, sodass man die da oben in den Dreibaum hängen kann. Dann kann man auch unter diesem Dreibaum sein Tee- oder Kaffeewasser zubereiten. Ne? Also da hast du schon die doppelte Nutzung. Ne? Also Dreibaum ist an für sich eine Grundeinrichtung in jedem Camp. Ne? Ich könnte dann natürlich dann auch mit grillen. Ne? Also wenn ich mir zwei dann hinstelle. Ja, ja, das hast du ja nun mehrfach schon mitzelebriert. Ne? Ja, wir nehmen zwei, drei Bäume und um ein Tier zu grillen, je nachdem wie groß der Tierkörper ist, stellen wir die drei Bäume nah oder weiter entfernt voneinander auf. Dazwischen wird das Feuer angelegt und darüber wird das Tier gehängt. Ne? Also jetzt dann aber mit einer Lanze oder so kebabmäßig? Das geht wohl schlecht, ne? Denn der Kebabspieß, der hat ja zusätzliche Klammern, die das Fleisch festhalten. Die haben wir ja nicht. Also, Hollywood lässt grüßen, ne? Das Kaninchen oder einen Stock durchsteckt und das wird dann erhitzt über dem Feuer. Das kann man dann nicht drehen, das würde sich immer am Holz drehen. Man nimmt dann zwei Stöcke parallel zueinander mit mehr oder minder großem Abstand. Ne? Die kann man dann drehen. Hat man dann die Seitenästchen, die ich eben benannte, an den Dreibaumstems, dann kann man diese Äste da schön einhängen. Mal von vorne, mal von hinten etc., sodass dieses Fleisch von allen Seiten die Wärme erhält. Also das ist eine fantastische Möglichkeit. Dann brauche ich das Ganze nicht aus Metall gefertigt vom Outdoor-Shop in den Wald zu schleppen. Anschließend noch zu spülen zu Hause und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Die Natur bietet uns halt diese Dinge. Du meintest gerade, Hollywood lässt grüßen. Sagen wir jetzt mal, ich schaffe es nur, mir ein paar Fische zu angeln. Da haben wir in Hollywood, die werden auch immer auf ein Stöckchen aufgespießt. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir das dann mit diesem Dreibaumgrill dann irgendwie auch lösen können, mit einer kleinen Forelle. Da wäre der Aufwand noch, glaube ich, zu ja, ja, kleine Forelle hin und her, größere Forellen sind mir lieber. Ne? Aber und wenn wir da mehrere von haben, dann lohnt sich das schon, einen Grill zu bauen. Beim Grill, da benutze ich auch natürliche Mittel. Ich schleppe auch gerne einen Edelstahlgrill in den Wald hinein, jedenfalls nicht da, wo ich, sagen wir mal, feuchte Hölzer, schnell wachsende Hölzer vermute. Ideal ist die Korbweide, ne? Die grüne Korbweide, die kappt man so etwa kleinfingerdick
kappt man die ab in 50, 60 cm lange einzelne Stöcke. Und dann rammt man vier dieser Stöcke mit Gabeln am oberen Ende. Die rammt man in den Boden und zwar in einem Abstand, als wenn man die Ecke einer Fußmatte damit verzieren würde. Ne? Mhm. Also so ein Rechteck. Mhm. Und dann legt man von Gabel A zu Gabel B einen Stock und auf der gegenüberliegenden Seite von Gabel C zu Gabel D ebenfalls einen Stock. Und dann kommen die kürzeren Stöcke, die kommen dann quer darüber mit einem Fingerbreit Abstand, dass die Wärme auch schön da durchsteigt. Mhm. Und dann kann man da seine Fische auflegen. Du befestigst die Stöcke nicht? Nee, das hält in sich. Okay. Das ist auch ruckzuck passiert. Das ist eine Maßnahme, wenn man das einmal geübt hat, geht das einem sehr schnell von der Hand. Okay. Und wenn man jetzt einen feuchten Grund hat, irgendwie eine feuchte Gegend, dann hat man auch die Chance, Korbweiden zu finden. Also normale grüne Weiden. An Seeufern und verschlammtem Gelände. So. Also da hat man eine große Chance. Und das ist schnell wachsendes Holz, ist sehr safthaltig und dadurch brennt das nur sehr, sehr schwer an. Ne? Also das ist an für sich die Holzart, die dem Feuer am längsten so widerstehen kann. Du hast ja auch nicht die Mühe, die Rinde abzumachen wahrscheinlich. Ne? Einige machen das. Ob das jetzt Spieltrieb ist oder Sorge vor irgendeiner Verschmutzung, ich weiß es nicht, aber ich kann da nur von abraten. Ne? Mhm. Auch bei so Eibe oder? Ja, Eibe, Esche, das ist ja sowieso toxisch, dieser Saft. Ne? Also der ist auf jeden Fall nicht gesundheitsförderlich. Okay. Also ich lasse aber aus einem Grund die Rinde an diesen Hölzern daran. Denn zwischen Rinde und Kernholz ist Saft, da ist das Holz richtig feucht, da ist Feuchtigkeit drunter. Und jetzt steigt die Wärme des Feuers gegen die Rinde. Damit isoliert die Rinde und hindert daran, dass das Holz Feuer fängt und schnell verbrennt. Ja. Ne, der interne Saft plus die feuchte Rinde, das ist wie so eine Wärmebarriere. Ne? Das ist wie eine Isolierung fast. Und also, wenn ich die Rinde um diese Äste, um diese Weidenstücke herum belasse und dann ein paar Fische grille, dann kann ich diesen Grill zweimal nutzen. Am nächsten Tag kann ich auch nochmal Fische grillen. Wenn ich jetzt die Stöcke aber geschält habe, dann geht das nur einmal. Und schon verbrennen die Stöcke. Ne? Das sind so kleine Tricks, weißt du, die das Leben da draußen erleichtern könnten, ne? Wenn man das richtig handhabt. Okay, jetzt gehen wir nochmal aus davon, dass ich jetzt, okay, ich hatte mit Wild kein Glück, ich hatte mit Fisch kein Glück. Du Arme. Ja. Lieferando liefert nicht, ja, ja. Also okay. Muss ich mir meine eigene Pizza backen oder mein eigenes Brot. Könnte ich sowas theoretisch, also ich spreche jetzt nicht darüber, wie ich da Mehl machen könnte, das machen wir vielleicht irgendwann mal anders, könnte ich backen? Mehl aus Eicheln, das ginge, aber das dauert einige Tage, das ist schon mal das Erste, das wäre ein anderes Thema. Ja. Solltest du oder deine Mitreisenden, sagen wir mal, sollten die über Mehl verfügen, dann ist das kein Problem. Ne? Mehl und Backpulver, hast du kein Backpulver, nimmst du weiße Holzasche, musst du nur die doppelte Menge am Volumen nehmen. Mhm. Aber das ist auch ein Treibmittel, da geht das auch mit. Du brauchst also nur den Grundstoff Mehl. Mhm. Und welches Mehl, ob das jetzt Roggen, Weizen oder meinetwegen Maismehl ist, das ist sekundär. Mhm. Ne? Mit dem Geschmack musst du dich wohl abfinden. Ne? Aber im Endeffekt dann halt das Mehl, ja. diese Holzasche, Wasser, ja. Das reicht. Okay, und wenn du dann noch irgendwie Früchte findest, die du da reingibst, oder dein Kumpel, der hat noch irgendwie einen Schokoriegel in der Tasche, den schneidest du klein, oder ein bisschen Käse damit reingegeben. Alles geht, alles geht. Ne? Mhm. Ich kenne auch Leute, die Speck klein schneiden und das damit eingeben, damit ein bisschen Salzgehalt drin ist. Mhm. Das geht allemal. Ja, und dann wird ein Brotleib geformt und den backe ich dann vorzugsweise in einem Erdofen. Mhm. Ich meine, Stockbrot war gestern, ne? Jeder Pfadfinder kennt das. Das geht natürlich auch sehr schnell, aber es braucht eine erhöhte Aufmerksamkeit. Mhm. Und ein Erdofen, der lohnt sich an sich vom Herstellungsaufwand, wenn man mehrere Tage an einem Ort verbleibt. Ne? Mhm. Für einen Tag oder für zwei Brote ist das uninteressant. Ja. Denn
Das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Mhm. Man muss die passende Stelle finden. Ich bevorzuge immer ein Bachbett dazu. Ein Bachbett mit einem etwas steil ansteigenden Ufer. Das sollte mindestens 70 cm hoch sein, bis ein Meter höher ist besser, je höher, je besser. Dann findet man eher die Gelegenheit, sich da einzugraben. Mhm. Denn ich baue einen Tunnel in dieses Ufer, der senkrecht etwa Unterarm lang von oben, von der Grasfläche, in den Boden hineingeht, wie ein gerades Rohr, so zylinderförmig. Ja. Und am Ende baue ich einen waagerechten Tunnel, der dann vom Ufer aus da hineingetrieben wird. Also L-förmig. L-förmig. Ich habe einen L-förmigen Kanal in den Uferbereich gebaut. Mhm. Im Bach spürt man immer einen leichten Windzug. Ne? Das heißt, ich habe primär Luft unten in dem waagerechten Kanal und oben durch den Kamineffekt habe ich sekundäre Luftwirkung. Das zieht also. Ne? Mhm. Mit der Effizienz oder mit dem Ergebnis, dass Holz fast rückstandslos verbrennt. Durch diesen Sauerstoff, der da durchgepusht wird. Das ist Wahnsinn. Also das kann man nicht mit einem normalen offenen Campfire vergleichen. Okay. Ne? Die Hitze, die da entwickelt wird, ne? Durch diesen Sauerstoffgehalt. Ja, und im Anfang dampft das, diese Anlage, sehr, sehr stark. Aber das ist Wasser und Feuchtigkeit, die da verdampft. Und zwar aus den Tunnelwänden. Also aus der Erde. Aus der Erde, ja. Das ist wahrscheinlich auch Ticken leicht auch wichtig, was für Erde es ist. Also ich denke mal, so Kies oder so. Ja, das ist nicht so gut. Ne? Also jetzt, sagen wir mal hier, normaler Grund, ne? Also Erde, die landwirtschaftlich genutzt werden kann, wo Rüben oder Roggen oder sonst was wächst, das ist schon was. Ne? Mhm. Normale Erde. Wenn du natürlich jetzt noch Lehmboden hast, ja, da bist du King. Ne? Ideale Bedingungen. Ja, das sind ideale Bedingungen. Und wenn der Ofen eine Stunde lang gebrannt hat, dann sind die Wände trocken und speichern auch die Wärme, die darin erzeugt wird. Mhm. Das ist natürlich für den Backvorgang ideal. Ne? Also wir haben jetzt der Ofen, die Wände, die sind schön heiß. Ja. Und ich schiebe dann einfach mein Brot in den Ofen rein. Nee, noch was zum Betreiben des Ofens. Das ist auch so schön. Ne? Also man kann den von unten waagerecht mit Brandholz befeuern. Mhm. Man kann das Brandholz auch oben durch diesen Kamin einfach da reinfallen lassen. Das geht. Ne? Mhm. Also insofern braucht man nicht immer die passenden Stückchen zu haben. Mhm. Ne? Dazu ist auch keine großartige Säge oder Sägeaktion erforderlich. Mhm. Ist der Stock jetzt 1,50 Meter lang, dann lasse ich den von oben da reinfallen. Der brennt von alleine ab. Alleine, ne? Ab, genau. Damit füttert man das Feuer. Mhm. Ne? Ja, und wenn er eine Stunde, anderthalb Stunde gebrannt hat, dann ist die Wandung dermaßen trocken und strahlt so viel Wärme aus, dass man dann einen Backvorgang starten kann. Ne? Mhm. Dazu holt man dann das restliche Brandholz raus und beschränkt sich auf die Glut. Das okay. Glutbett, zwei Finger hoch sollte es schon sein, das lässt man schön darin. Da nimmt man drei oder vier Stöcke von der Dimension eines normalen Schaufelstiels, ne, von einer Gartenschaufel, diese Stöcke schält man nicht. Die sollten frisch sein, man lässt den Saft unter der Rinde und hat wieder den gleichen Isoliereffekt wie vorher benannt. Ja. Die kriegen auch einen Abstand von 1 bis 2 Zentimeter, 3 Zentimeter maximal zueinander. Mhm. Dann hat man die Auflage, um da den fertigen Brotteig aufzulegen. Ne? Also keinen direkten Kontakt. Manche machen das, habe ich auch schon gesehen. Dann ist aber dann die unteren 2-3 Zentimeter im Brot, das ist totale Kohle. Mhm. Das ist Verschwendung. Mhm. Ne? Macht man nicht. Und dann deckt man den Zugang unten, den deckt man ab, indem man ein paar senkrechte Stöckchen dahinstellt vor diesem Ofenloch. Und das wird mit einer Grasnarbe, die man im Messer irgendwo aus dem Grasbereich, aus dem Wiesenbereich holt, wird das abgedeckt. Mhm. Und wenn es nur zu 95% dicht ist, ist es auch gut. Ein bisschen Zug kann es vertragen. Okay. Oben wiederholt sich das Ganze. Mhm. Ne? Waagerecht Stöckchen drauflegen, Stück Grasnarbe, wie so eine Fußmatte, fertig aus. Ne? Und dann braucht man, also mit einer Stunde reicht es nicht,
durchweg eine Viertelstunde. Wenn man 2 Zentimeter oder 2 Finger breit Glut da unten drin hat und das hat 1,5 Stunden gebrannt, das sind die Voraussetzungen. Wenn das nur eine halbe Stunde gebrannt hat, oh schön, und da ist mal ein Finger breit Glut drin, das reicht nicht. Dann muss man später nacharbeiten und dann wird es lästig. Ne? Ja, ja, das ist an für sich eine fantastische Methode. Ne? Und, kleiner Tipp, Opa war Bäcker, das Brot ist dann gut. Urgroßvater auch. Das Brot ist dann gut, wenn man draufklopft und es sich hohl anfühlt. Ja. So, jetzt habe ich aber noch eine Fangfrage habe ich für dich noch. Sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt ganz großes Pech, ich habe ganz schlechten Boden, ich kriege keinen Ofen hin, ich habe auch keinen Fisch und das letzte Tierchen, das ich gegessen habe, das ist auch schon 2-3 Tage her. Ich habe keinen Topf, wie mache ich mir denn was zu essen? Dann kann ich mir irgendwie eine Suppe machen, ohne Topf? Kannst du nicht irgendjemanden anrufen? Nee, wie gesagt, Lieferant, du liefert nicht. Ja, hin. Du sagst, du hast ein Tier geschlachtet. Ja, aber ist halt auch schon ein paar Tage her und das Fleisch ist weg. Ja, wenn das Tier größer ist als ein Frosch oder eine Maus, dann können wir damit was anfangen. Ne? Also du brauchst die tierische Decke, das Fell und eine Mulde. Jetzt sagst du, ich habe hier keine Mulde, Spaten habe ich nicht und mit den Händen, da bin ich zu faul, das mache ich nicht. Dann such dir bitte 4 Stöcke. Die können ruhig etwas stärker sein, ne? Also so 8 cm im Durchmesser bis 10 cm. Dann legt man die quadratisch oder rechteckig auf den Boden und legt darüber das Fell. Dann hat man eine Mulde. Ne? Nur das Fell muss natürlich mit der Haarseite zum Boden hin und mit der Fleischseite nach oben. Ja, Haare in der Suppe will ich ja nicht. Das wäre schlecht. Ne? Aber ich denke, ich weiß auch, dass du das weißt, aber ich erwähne es hier mal. Ne? Okay, und dann muss ein heftiges Feuer muss dann angelegt werden. Und es müssen passende Steine gesucht werden. Ne? Man sagt immer, ja, Kieselsteine, die springen, etc., etc. Und die Indianer hätten solche Steine bei den Feinden ins Feuer geworfen, damit die explodieren und sie dann die Pferde stehlen können. Ja, Karl May lässt grüßen. Ne? Das mag vielleicht von 20 Steinen bei einem der Fall sein, dass er zerbröselt dann. Ich meine, man muss natürlich keinen Schiefer nehmen oder sowas. Nee, das ist schlecht. Aber so geht's. Und diese Steine, die werden in dieses intensive Feuer hineingelegt. Das Feuer sollte man auch aufschichten und dann Steine obendrauf, sodass die den ganzen Prozess, bis das runtergebrannt ist, werden die dann schön intensiv gewärmt. Und dann nimmt man 2 Forken, also 2 Stöcke mit Gabelästen am Ende, so wie vorher mit dem Grill beschrieben, nur die sollten dann mindestens, die Holme an den Forken sollten etwa so 15 bis 20 Zentimeter lang sein und etwa fingerdick, das genügt. Ja, dann geht man hin und fingert mit diesen 2 Hilfsgabeln die Steine aus dem Feuer, das geht, und dann sofort in die Grube. Die Grube, die hat etwa 1,5 Meter vom Feuer zu sein. Und nicht in Windrichtung, sondern in der abgewandten Windseite. Also da, wo der Wind herkommt. Du füllst dieses Tierfell in dieser Mulde mit Wasser und dann... Ja, und dann die Steine rein. Steine. Aber so, wie gesagt, an der Seite des Feuers, dass keine Flugasche da hineingerät. Mhm. Das könnte nämlich sehr ärgerlich werden. Okay. Die meisten denken da nicht dran. Beim zweiten Mal wissen sie dann Bescheid. Okay. Ja, und dann werden die Steine da hineingelegt. Aber... es werden 2 Steine genommen, nicht mehr. Und man sieht sofort, dass von den Steinen, dass die Steine das Wasser zum Kochen bringen, aber punktuell, da auf der Stelle, wo die Steine liegen. Ne? Wie so, als wenn ein elektrischer Tauchsieder darin wäre. Und der Stein, der offensichtlich am ehesten keine Wirkung mehr zeigt, den nimmt man raus und legt dann den 3. Stein hinein. Wenn der letzte Stein dann, oder der erstere, wenn der dann abkühlt, nimmt man den raus und ergänzt den auch wieder. So dass man immer 2, maximal 3 Steine im Wasser hat. Nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Ne? Okay. Sonst schwappt das nachher über und denn das Fell wird meistens bis oben gefüllt. Man will ja was davon haben, von diesem Aufwand, den man da betreibt. Und wenn man das berücksichtigt, diesen Rhythmus, 2, maximal 3 Steine, der eine zeigt keine Wirkung mehr, also nehme ich den raus und nehme den nächsten und hänge den rein. Dann ist das ein Akt von einer Viertelstunde. Ne? Wow.
Ja, das geht dann wirklich schnell. Also das ist erstaunlich, wenn die Steine richtig heiß sind, was die mit 3, 4 Liter Wasser anstellen, wie schnell das gehen kann, ne? Ja, und wenn die Fleischseite nach oben zeigt, dann holt das kochende Wasser natürlich Fettsubstanzen und Gewebe und alles, ne, damit in diese Suppe hinein. Und man hat ein herrliches Bouillon. Wenn man dann noch etwas da an Wurzeln anderen, oder Kräutern. ja, zum Beispiel früher junge Birkenblättchen oder sowas, ne, die zermatscht so ein bisschen zwischen den Fingern, ne, dann wird das cremig, das Ganze. Ne. Ja, und dann schmeißt du noch einen toten Vogel da rein und schon hast du eine herrliche Geflügelsuppe. Ja, Also. okay. Ja, ich danke dir für die Einsicht in die Bushcraft Kitchen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das Ja. Thema ist leicht in eine andere Richtung gegangen, aber war trotzdem ganz super interessant und Ja. vielleicht zeigst du uns demnächst mal, wie man im Wald ein Tiramisu zaubert oder so. Wir bedanken uns auf jeden Fall dafür, dass ihr zugeguckt habt. Toni, hast du noch abschließende Worte? Ja, wenn ich so an die Buschküche denke, dann denke ich natürlich auch an Fichtenbier. Ne? Es wird langsam wieder Zeit, ne? Die ersten Triebe kommen. Da werden wir uns demnächst mal drum kümmern. Ne? Machen wir das Ja, versprochen. alles klar. Okay, gut. Dann vielen Dank nochmal und wir wünschen euch alles Gute. Ciao, ciao. Alles klar. Tschüss.